Neuer Tag, neue Tour. Und neues Glück. Mal wieder mit Ölen. Ölen. So ist es. Und Räumen. Räumen und Ölen. Räumen und Ölen. Unser typisches Chaos in der Früh. Ganz war ja nicht ganz unspektakulär gestern. Wir haben einen kaputten Seitenarm von der Kurbel, hat sich das Pedal ausgeschlagen von der Vicky. Unsere Handys haben nicht geladen, aber wir haben gut geschlafen. Weil wir haben ja und zwei Platten. Und zwei Platten gekommen. Du bleibst fahren! Auffahrt hat bereits begonnen. Bei uns geht es heute aufs Timmelsjoch. Wuhu! Oh. Aber bis jetzt ist es noch schön leer und angenehm kühl. Wir haben jetzt echt 4 Jahre lang trainiert, dass wir die Teiletappe fahren können vom letzten Marathon. Der Martin sagt, wir haben 4 Jahre trainiert, um die Teiletappe vom Esztal-Marathon zu fahren. Seht ihr schon wieder den Geislach-Kogel? Nur James Bond. Habt ihr ihn jetzt schon gesehen? Ja. Ha? James Bond war gestern Bikefahren. Ah, James Bond war Bikefahren. Obergurgl haben wir schon mal erreicht. Da steht's, Timmelsjoch. Von nun an geht's bergauf. Oberhalb von Martin und Vicky seht ihr schon die Straße durchschneiden, wo wir nachher treten werden. Oder Kehre Nummer 1, 19:30. Das heißt noch ungefähr 600. 2. Ich weiß nur nicht von wie viel. Kehre 3. So, Kehre 4 und geiles Panorama, deswegen machen wir noch ein Foto. Die scheiß Wildcamper kacken die Wolken. Hä? Ich weiß nicht, was er meint. Ich auch nicht. Ja, was er meint. Ja, wenn du das sagst, dann checkt ja keiner, was du redest. Ich schaue ja die Sudi-Leute daheim im Internet. Und dann darfst du nicht sowas reden. Wir waren es nicht. Ah. Jetzt seht ihr Hochgurgel. Hier gibt es wenig Hotels. Aber dafür Hydrosoft im Zimmer, was auch immer das ist. Uns haben jetzt gefühlt 40 Abarts überholt, bis jetzt schon. Aber saugeil. Ich liebe den Fiat 500. Da ist noch einer. Die werden uns wohl noch mal überholen, schätze ich. Wie geil. Ein Traum. Mega. Wow, was für ein Panorama, oder? Mega. Hier ist auf einmal sau windig. Schon die Wolken rüber jetzt. Wird also spannend, ob wir trocken bleiben. Den Kühen scheint die Straße nichts auszumachen. Voll nett. Kehre 5. Kehre 6, jetzt geht's dahin. Geile Auffahrt. Das Tal ist wunderschön. Ist echt geil. Kehre 7. Nach Kehre 8 mit ganz vielen Kälbchen. Sehr lieb. Und jetzt geht's auf die nächste Endlosgerade, wie es aussieht. 9. Oh nein, da ist er dahin. Der Frechdachs. Noch 150 Höhenmeter. Dann haben wir die Passhöhe. Aber ich glaube, für uns geht es noch ein Stückchen weiter. Kehre 10. Jetzt kann es nicht mehr weit sein bis zur Passhöhe. Endspurt. Rasthaus Timmelsjoch. Da ist sie mal. Geil. Also die Stadt. Da sind wir. Grenze zu Italien. Müssen wir noch schnell einen Fuß rübersetzen, oder? Nein.
Jausenzeit. Was gibt's? Just in time. Wurstbrot. Pane Nero. Salonettis. Von den Eseln noch vor. Bei mir gibt's auch was. Und zwar Knäckebrot und Lanciera. So, unser Panoramaschwenk darf natürlich nicht fehlen. Richtung Sölden. Und Richtung Südtirol. Da haben wir dann schon den Trail fürs nächste Mal.
Thank you.
Also das metallische Geräusch, was man hört im Hintergrund, ich werde doch noch ein bisschen einspielen. Noch. Das sind die Schaltaugen die ganze Zeit bei dem Trail. Aha. Oh, genau. Genau, ich also, diesmal nicht. Der Trail ist also ein Single-Speed-Trail auf dem BMX. Ja, mit Vollgummireifen. Mit Vollgummireifen, ja. Geht los. Ja. Nicht durch die Wasserrinne, wie immer. Ich hab so Schiss vor den Dingern. Vor dem Wasser drin, meine ich. Ich hab's auch nicht davon. Seht ihr das alte Zollhaus oder wie wir auch sagen würden, eine wunderschöne Hütte. Oh, da kommt die Chance. Jetzt hätten wir die richtigen Gumpen gefunden. So, da kommt man sehr schwer hin. Oh nein. Oh.
Das war's von uns. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Abschluss gibt's diesmal keinen, denn dann kam das große Gewitter und da haben wir dann aber nicht mehr mitgefilmt. Tschüss!